Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und ich würde dir gerne 10 Minuten Zuversicht geben mit in deine neue Woche. Denn Zuversicht ist das, was wir brauchen in unserem Leben überhaupt, aber auch in diesen Tagen. In der letzten Woche ist das erste Mal jemand an einer Corona-Infektion gestorben, den wir als Familie kannten. Und wir merken, der Tod kommt ins Leben, vielleicht auf eine Art und Weise, wie wir als Gesellschaft das sonst nicht so wahrnehmen, sonst blenden wir den Tod eher aus. Was Zuversicht und Tod miteinander zu tun hat, dass man zuversichtlich sein kann, auch beim Gedanken ans Sterben, darum soll es in den nächsten 10 Minuten gehen. Und ich möchte einsteigen und dir was vorlesen, und zwar einen Text, den ich neulich gefunden habe auf Zeit Online von Thea Dorn, die über dieses Thema schreibt. Und sie schreibt: Die modernen Gesellschaften wollen sich naiv wie Kinder einreden, sie könnten sich den Tod vom Leibe halten, wenn sie nur konsequent genug die Augen vor ihm verschlössen. Mit einer eigentümlichen Wehmut entrollt der Historiker Philipp Ariès das Panorama früherer Gesellschaften, in denen sich der Mensch, bildlich gesprochen, noch jeden Abend in Sterbekleidern zu Bett begab, weil er stets damit rechnete, am Morgen nicht mehr aufzuwachen. Woher sollen wir Todesmut oder auch nur Todesgelassenheit nehmen? Ich finde, das ist eine fantastische Frage und die müssen wir beantworten, wenn wir angesichts von Tod und von Sterben Zuversicht haben wollen. Denn machen wir uns nichts vor, auch du oder ich können uns mit Corona infizieren. Auch du und ich können ins Krankenhaus kommen. Auch du und ich können auf die Intensivstation kommen. Auch du und ich, wir können ans Beatmungsgerät kommen. Auch du und ich, wir können an Corona oder an irgendetwas anderem sterben. Also wie geht das? Wie lebst du mit dem Tod? Wie kannst du mit dem Gedanken ans Sterben leben? Wo nehmen du und ich, wo nehmen wir unsere Zuversicht dafür her? Ich möchte dir das gerne zeigen und ich möchte dir das zeigen anhand von einem Text aus der Bibel. Denn die Bibel ist da sehr ehrlich. Die Bibel sagt, der Tod, ja, der Tod ist im Leben und der Tod ist auch ein Feind. Ein Feind, der nicht ausgeklammert werden kann, aber ein Feind, der am Ende besiegt werden wird. Und das Ganze beginnt bei Ostern, was wir jetzt in diesen Tagen feiern. Es beginnt beim Tod und bei der Auferstehung von Jesus Christus. Und das feiern Christen seit 20 Jahrhunderten quer durch die Kirchengeschichte hindurch, durch alle Zeiten von Seuchen und Katastrophen und Erdbeben und so weiter hindurch, hat dieses Fest Bestand, hat dieses Thema Auferstehung von Jesus Christus Bestand. Und ich glaube, dass Ostern dir einen Halt und eine Perspektive mitgeben kann in deine neue Woche. Und dazu werfen wir zusammen einen Blick in die Bibel und wir tun das anhand von einem Brief des Apostels Paulus, der vor mehr als 2000 Jahren in das Leben von Menschen hineingesprochen hat, wenige Jahre nach der Auferstehung von Jesus Christus. Und er hat Leuten diesen Brief geschrieben, die auch mit dieser Frage gerungen haben, wie kann ich mit dem Sterben leben lernen? Wie kann ich mit dem Sterben leben lernen? Und Paulus erklärt ihnen, woher der Halt und die Perspektive im Angesicht des Todes kommen. Ich lese uns das vor aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Zu dieser Botschaft gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Als der Auferstandene zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Wie können da einige von euch behaupten, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Aber Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, genauso werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Lass uns da mal näher reingucken. Paulus schreibt hier diesen Brief an Menschen, die vertraut waren mit den Geschichten über Jesus und die glaubten, dass es Gott wirklich gibt und die wussten, dass Gott sie aus ihrem früheren Leben rausgerissen, herausgeholt, herausgerettet hatte. Und Paulus erinnert sie an die Basics dieses Glaubens, an das Evangelium, die gute Nachricht. Und er erinnert sie nochmal dran,
Jesus Christus ist für eure Sünden gestorben, ist für eure Schuld gestorben. Das, was ich anderen angetan habe, das, was ich unterlassen habe, aber hätten tun sollen, die Gedanken und die Motive meines Herzens, das, wo ich Gott ausgeblendet habe, ausgeklammert habe, wo ich so getan habe, gelebt habe, als gäbe es ihn gar nicht, all das, das hat Jesus an sich genommen. Mit all dem lässt Jesus mich nicht alleine, sondern er nimmt das mit an sein Kreuz. Er will nicht, dass ich unter dieser Last, dieser Sünde, dieser Schuld lebe. Und er will nicht, dass ich mit dieser Last sterbe, sondern er reißt das an sich in der Kreuzigung und nimmt mir das weg. Er will nicht, dass mich diese Last von Gott fernhält. Das ist das, was Christen an Karfreitag feiern, woran sie an Karfreitag denken. Jesus, der am Kreuz von Golgatha meine Last, mein Tun und mein Unterlassen und die Motive meines Herzens, die nicht okay sind, alle mit sich reißt in den Tod, damit ich sie nicht länger tragen muss. Und dann schreibt Paulus weiter, Christus wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Als der Auferstandene zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das ist die Geschichte von Ostern. Jesus stirbt, aber nach 3 Tagen taucht er wieder auf, lebendig, verwandelt, in einem neuen Leben. Und seine Nachfolger, die reiben sich die Augen und die sagen, der Herr ist auferstanden? Der Herr ist auferstanden. Und am Anfang denken sie, es ist eine Halluzination, eine Illusion. Sie bilden sich was ein, aber Jesus begegnet ihnen wieder und wieder. Und Paulus schreibt hier einmal sogar 500 von ihnen auf einmal. Und er betont, einige sind alt geworden und gestorben, aber einige leben noch. Und damit sagt er, hey du, der du diesen Brief liest, du kannst hingehen und du kannst sie fragen. Sie leben noch. Geh hin und frag sie, habt ihr Jesus gesehen? Ist euch der Auferstandene begegnet? Und sie werden euch das bestätigen können. Aber alle, die an die Paulus diesen Brief schreibt, die haben Jesus das nach der Auferstehung nicht selbst erlebt. Genauso wenig wie du oder wie ich. Du und ich, wir sind nicht so sicher, dass mit dem Tod nicht doch alles aus ist, oder? Und deswegen schreibt Paulus weiter, gehen wir mal davon aus, dass ihr recht habt. Gehen wir davon aus, dass es tatsächlich nach dem Tod kein Leben mehr gibt. Und jetzt formuliert er diesen Gedanken aus und schreibt, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also wenn das wirklich so wäre, dass es eine Auferstehung von den Toten nicht gäbe, wenn es wirklich so wäre, dass mit dem Sterben alles zu Ende ist, dann wäre Jesus ja auch nicht auferstanden. Und wenn das so wäre, dann hätte er den Tod nicht überwunden. Und wenn das so wäre, dann wärt ihr mit eurer Last und eurer Schuld nach wie vor alleine, schreibt Paulus. Dann wäre der Glaube der Christen ein Hirngespinst. Und dann wären alle Gottesbegegnungen, die man beim Beten haben kann, alles, was man durch den Glauben erleben kann, dann wäre das eigentlich alles nur eine einzige Illusion. Und dann wäre es sicher ehrlicher und besser, gar nicht erst zu glauben. Und dann dreht Paulus das ganze Argument wieder vom Kopf auf die Füße und sagt, doch Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Entweder gibt Jesus Halt und Perspektive über den Tod hinaus oder wir brauchen ihn nicht. Und die gute Nachricht ist, Jesus gibt diese Perspektive und diesen Halt über den Tod hinaus. Und wir brauchen ihn. Der christliche Glaube ist nicht nur für diese Welt, sondern es reicht über diese Welt hinaus, zeigt über diese Welt hinaus. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Er ist der Erste, aber er ist nicht der Einzige, sondern du und ich, wir können das mit ihm sein. Wir können mit ihm leben und wir können mit ihm sterben und wir können mit ihm auferstehen. Das ist das Versprechen, was Paulus hier wiederholt und was er den Christen in Korinth hier zeigt. Auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, werden auferstehen. Dass Menschen sterben, das ist seit Adam und Eva so. Du und ich, keiner von uns beiden kommt darum herum. Aber genauso sicher ist, du wirst den Tod überwinden, wenn du zu dem gehörst, der den Tod überwunden hat. So sicher wie Jesus von den Toten auferstanden ist, schreibt Paulus, wird jeder, der ihm vertraut, auch wieder lebendig gemacht werden. Also man könnte sagen, wenn du Jesus vertraust, dann wirst du den Tod so überwinden, wie er das auch getan hat.
Das gilt für dich, das gilt für mich. Und mit dieser Perspektive, mit diesem Halt, kann man mit dem Sterben leben lernen. Und mit dieser Perspektive, mit diesem Halt, können du und ich auch durch die Corona-Krise weitergehen, auch dann, wenn Menschen sterben, die uns nahestehen, auch dann, wenn wir selbst vielleicht mit dem Gedanken und der Gefahr des eigenen Sterbens bedroht sind. Wenn du Jesus vertraust, wirst du den Tod überwinden, so wie er. Ich lade dich ein, mit mir zu beten, und du kannst dich wieder gedanklich einklinken in die Worte, die ich spreche. Jesus, danke, dass du verstehst, dass wir Angst haben vor dem Sterben. Wir sind Menschen und mit dem Tod, mit dem Sterben kommen wir an die Grenze dessen, was wir kontrollieren können, was wir kennen können. Wir haben Angst vor dem Schmerz, wir haben Angst vor dem Loslassen und wir haben Fragen, was danach passiert. Aber du, Jesus, du bist ans Kreuz gegangen, damit wir die Last unseres Lebens nicht durchs Leben tragen müssen und nicht mit in den Tod nehmen müssen. Und du bist auferstanden, das feiern wir an Ostersonntag, damit wir nicht im Tod bleiben müssen. Du hast den Tod zu einer Tür gemacht, die in ein neues Leben hineinführt. Danke, dass du jeden von uns Menschen einlädst, dir zu folgen auf diesem Weg. Danke, dass alle, die dir vertrauen, mit dir durch diese Tür gehen werden. Und danke, dass der Tod nicht das letzte Wort in unserem Leben haben wird, wenn wir das glauben. Bitte hilf uns, das zu tun. Amen. Das war Echtzeit für diese Woche und ich wünsche dir, dass dieser Gedanke, diese Zuversicht mit dir geht, auch dann, wenn du vielleicht mit der Frage nach Tod, nach Sterben konfrontiert bist, jetzt an Ostern durch die Corona-Krise, wodurch auch immer. Du kannst mit dem Sterben leben lernen. Es gibt einen Halt, es gibt eine Perspektive über den Tod hinaus und wenn du Jesus vertraust, dann wirst du den Tod überwinden, so wie er auch. Das glaube ich ganz fest. Darauf möchte ich leben, damit möchte ich leben und diese Zuversicht, die möchte ich dir mitgeben in deine neue Woche. Und zum Schluss von Echtzeit möchte ich dich gerne segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.